Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Invisible Hours. Ja, wir hatten jetzt die Französin beobachtet. Die hat eine gefakte Nase. Wir sind jetzt bei Edison und beobachten ihn jetzt ein bisschen. Und dann müssen wir mal zurückspulen und müssen unbedingt gucken, wo dieser Arnsberg oder Wannberg, wo der hingegangen ist. Ein Taschenspieler mit Tricks. Schachmatt. 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 Ja! Schachmatt. Schachmatt. Ich muss ihn noch ein bisschen verfolgen. Ich will wissen, wo er hingeht. Nachteile eines blinden Dieners, Tesla. Nun, dieses Haus steckt voller. Jetzt muss ich Miss Burnett ihren Koffer. Aber bitte. Lassen Sie mich. Oh nein, sind leider. Warum Sie sich in der Bibliothek? Wenn ich zurück bin, mache ich das. Hat er denn da? Oh, hübsches Bild. Sieh an. Er säuft sich jetzt erstmal ein. Wäre schade drum. Ein Bild? Der nächste Tote. Oh mein Gott. Hilfe. Fuck. Jemand hat Edison getötet. Da liegt was auf dem Boden. Wussten Sie, was zu tun ist? Ich bin Schauspielerin. Mit Laudanum kenne ich mich aus. Laudanum? Nein, das war dieser Whisky. Guter Lassen Whisky. Sie die Finger von Dingen, die Ihnen nicht gehören. Das könnte Ihr Ende sein. Besonders bei Ihrem Gewicht. Nein! Ich wurde vergiftet. Vielleicht war Tesla das Ziel. Vielleicht. Aber ich habe davon getrunken. Okay, okay. Okay. Nur wenige Menschen haben mich so schwach gesehen. So schlimm ist es nicht. Aber machen Sie es nicht zur Gewohnheit. Oh, alles in Ordnung? Es geht mir gut. Ich bin okay. Nein! Ende von Kapitel 1? Aber ich habe doch noch nicht alles herausgefunden. Ich muss da noch mal hin. Aha, so geht das. Okay, ich muss erst mal gucken. So. Genau, die sind weg.
Was ist mit diesem Warnberg? Okay. Ich hoffe, das hat jetzt so funktioniert. Ich... Sagen Sie mir, was los ist. So. Ich bin ein Geist, ich kann aber nicht hier so... Okay, lass mal gucken. Hier habe ich schon alles durch. Ah ja, Mörder versucht zu fliehen, bla bla. Aha, da oben bist du. Dich versucht. Dich möchte ich gerne nämlich beobachten. Okay, los geht's. Oh nein. Oder weil sie Freunde sind. Oh nein. Okay. Oh nein, 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 nein. Das ist sein Zimmer. Nein, 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 nein. Und er hat vorher noch davon getrunken. Aber wenn... Aha. Was hast du da? Laudanum. Ah, Laudanum. Das ist doch dieses Gift, das aber auch früher dafür wie so eine Art Droge auch so ein bisschen eingenommen wurde, oder? Interessant. Was ist los, Jung? Was ist das denn? Das stand ja hier vorher gar nicht. Ist das die Tesla-Spule? James? Kannst du mich hören, James? Bist du da irgendwo? Ich glaube, insgeheim ist Vater froh, dass du ertrunken bist. Mhm. Denn so hat er noch einen Grund, mich zu hassen. Okay, das war keine Absicht also mit dem Getränk. Das ist schon mal klar. Letzte Woche. Als ich Manchester verließ. Mhm. Sagte er. Ich hoffe, der Atlantik ist so gut zu dir wie zu deinem Bruder. Oh, hat er nicht gesagt. Fuck, ey. Ich habe versucht, so zu sein wie du, James. Mein Verlangen zu unterdrücken. Aber... Ich werde immer eine Schande für ihn sein. Verlangen? Was für ein Verlangen? Nicht wahr? Ist er schwul oder wo ist das Problem? Und jetzt... bin ich schon wieder in einen Skandal verwickelt. Einen Mord. Du weißt, was die Zeitungen schreiben. Und er wird sie lesen. Und ihnen glauben. Und mich für immer enterben. Ich bin wie totes Fleisch, das er abschneiden will. Naja, das... Vielleicht sollte ich ihm zuvorkommen.
James. James! Ah! Du hast die Spule zerstört, Junge. Verzeihung. Ihr Koffer, Sir. Die Polizei wird gleich da sein. Alles in Ordnung? Gehen Sie einfach, bitte. Sehr wohl, Sir. Ist er wirklich blind? Warten Sie. Kenton. Sagen Sie, meinem Vater, ich erfülle ihm seinen sehnlichsten Wunsch. Und, der wäre, Sir? Noch einen toten Sohn. Etwas anderes interessiert ihn nicht. Sagen Sie ihm, ich trinke dieses Gift für ihn. Prost. Oh. Was auch immer Sie quält, Selbstmord ist keine Lösung. Warum vergiften Sie Ihren Drink? Weil mein Vater mich nicht liebt. Alle Väter lieben ihre Söhne. Hm. Ich habe versucht, es ihm recht zu machen. Aber er sagte nur, ein Frack macht noch keinen Gentleman. Nun, für mich sind Sie ein richtiger Gentleman. Junger Mann. Auch Väter irren manchmal. Sie sind betrunken. Und niemand denkt klar, wenn er getrunken hat. Kommen Sie. Gehen Sie ein paar Schritte. Für einen klaren Kopf. Mach doch einfach mal das Fenster auf hier. Das wird schon reichen. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich Sie im Stich ließe? Ha? Los. Kommen Sie. Wissen Sie, was Sie da haben? Tesla nannte das einen Geisterempfänger. Was? Ja, also, Sie interessieren sich für Technik, für Maschinen. Mein Vater ist Ingenieur. Er brachte die Eisenbahn nach England und entwarf die Waggons der Züge. Er ist ein guter Geschäftsmann. Mein Geist platzt aus allen Nähten. Ich kann die Entwürfe kaum niederschreiben, bevor mir 100 weitere in den Sinn kommen. Ich habe meinen Schlaf auf 3 Stunden pro Nacht reduziert. Vor 3 Nächten hatte ich einen Traum. Er war lebhafter als das echte Leben. In meinem Traum sah ich einen neuen Entwurf, eine Art Empfänger. Als ich erwachte, sah ich, dass ich im Schlaf eine Skizze davon angefertigt hatte. Unmöglich. Und doch war es so. Heute besuchte ein Reporter meine Werkstatt. Er sah die Skizze und fragte, wozu das Gerät diene. Ich log, dass es sich um eine Vorrichtung handle, um mit den Toten in Kontakt zu treten, ein Geisterempfänger. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, wozu das Gerät dient. Ich weiß nur, dass ich es bauen muss. Warum habe ich gerade einfach weitergedrückt bei der Seite hier? Weil wir das schon in der vorherigen Folge unten schon einmal gelesen haben. Nur das nicht. Ich dachte, ja, du kannst mal ruhig eben kurz stoppen. Dann kann ich hier mal eben kurz einmal alles nochmal durchgehen. Hab ich hier irgendwie was? Warum hängt das? Das Bild hängt schief. Das stört mich. Ich weiß natürlich auch nicht, wie alt dieses Spiel schon ist, aber ich find's eigentlich gar nicht mal so, dass es so schlecht aussieht, ne? Ah ja, genau. Hier ist ja die gute Frau. Ich gehe mal hier ein paar Sachen durch. Aha. Die Frau von Tesla vielleicht? Da haben wir noch was. Miskatonische Universität.
Arkham Bibliothekskartennummer 1916. Name Nikola Tesla. Adresse 454 Angell Street, Providence. Geliehenes Buch Necronomicon von Abdul Al-Hazred. 15. März 1937. Da steht hier, also der gute Tesla steht auf Okkultes. Hier hat er die Vorrichtung hier drauf gebaut. Okay. Ich dachte. Ich geh mal eben kurz einfach mal hier die ganzen Räume mal einmal so durch. So. Muss ja, ich will ja auch erstmal gucken, was wir hier alles so noch haben. Hier war sie drinnen, ne? So, hat sie sich da ihre Nase langsam wieder angeklebt? Genau, hat sie. Super. So, wann... Oh, was haben wir denn hier? Ich weiß natürlich nicht, warum ich diese ganzen Sachen hier nehmen kann. Da haben wir noch ein Bild. Und da haben wir wieder einen Text. Nicola, wie viele Tränen muss ich noch vergießen? Wie tief muss meine Verzweiflung noch werden? Sind Sie wirklich so unmenschlich, dass Sie meine Gefühle nicht verstehen können? Sie können mich nicht für immer fernhalten. Ich komme zurück auf die Insel. Diesmal akzeptiere ich kein Nein. Hochachtungsvoll, Flora. Die gute Miss White unten. Sie war also verschossen in Tesla und hat sich nicht abwimmeln lassen. Oder wollte es nicht wahrhaben, dass er mit ihr Schluss gemacht hat? Heute erhielt meine Assistentin Flora endlich Gewissheit über den Verbleib ihres Mannes. Ich weiß, dass ich sie trösten sollte, aber ich kann an nichts anderes denken, als an die Vollendung des Geisterempfängers. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn einschalte. Aber heute Nacht werde ich es herausfinden. Heute erhielt mein... Ich konnte nicht weitermachen irgendwie. So. Genau, es steht alles noch still, schön. Wo ist Tesla? Nikola Tesla, früher auf jedem gesellschaftlichen Parkett zu Hause, wurde seit über 5 Monaten nicht mehr gesehen. Er hat seine Werkstatt in Colorado Springs aufgegeben. Und nun verbreitet sich das Gerücht, er habe sich das Leben genommen. Sein Erfinderkollege Thomas Edison meinte dazu, wo auch immer er ist, ich wünsche Nikola nur das Beste. Ich kann mir vorstellen, dass Mittelmäßigkeit eine schreckliche Bürde ist. So benimmt sich auch ein bisschen wie ein Arschloch, ne? Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das alles für Gerätschaften sind. Aber es wird auf jeden Fall ab und zu immer gespeichert. Das sind alles so Spulen oder so, würde ich jetzt sagen. Ich habe keine Ahnung, ey. Mannes? Ach so. Bin ich verrückt geworden? Nacht für Nacht sitze ich da und lausche dem Geisterempfänger. Aber ich höre nur Rauschen. Elektrische Impulse. Was hatte ich zu finden erwartet? Die wochenlange aufopferungsvolle Arbeit war umsonst. Ich bin ein Narr. Okay. Ja, Spulen, Dingens, ja. Alles klar. Ist hier unten auf dem Boden irgendwas? Nein. Nee. Okay. Ah ja. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Ort. Hier ist ein... Ich würde sagen Schraubenschlüssel. Ist das nicht Albert Einstein? Okay. Ist nicht Hammer, Meißel, Dingsbums, ja. Da ist noch ein Tagebuch.
mein Leben hat sich für immer verändert. Die Geräusche aus dem Geisterempfänger waren kein zufälliges Rauschen. Es war eine Nachricht, eine Anleitung im Morsecode zum Einstellen des Empfängers. Als ich das getan hatte, sprach eine Stimme zu mir. Ich bringe es nicht über mich, den Namen niederzuschreiben. Noch nicht. Aber ich erkannte ihn sofort. Er sagte, ich solle meine Werkstatt in Colorado schließen und das Haus auf Heston Island kaufen. Egal um welchen Preis. Flora hält mich für verrückt. Aber genau das werde ich morgen tun. Also hat jetzt doch ein Geist mit ihm gesprochen. Das ist jetzt sehr interessant. Da hinten war auch noch... Das hat er sich doch nur eingebildet. Logisch. So, hier waren auch noch Räume. Woher nimmt er nur seine Ideen? Thomas Edison scheint mehr Einfälle zu haben, als für einen einzigen Menschen denkbar ist. Wenn man ihn fragt, sagt er, er hätte den Verstand von 10 Männern in seinem bemerkenswerten Hirn. Dieser charmante Gentleman, dessen Scharfsinn nur von seiner Bildung übertroffen wird, führt alle seine Erfolge auf seine Schlafgewohnheiten zurück. Nur 6,5 Stunden Ruhe gönnt er sich jede Nacht. Boah, ich würde wahnsinnig werden, ey. Ich würde irgendwann rumlaufen wie so eine Leiche. Ah. Ist das hier das Zimmer von Edison? Würde mich nicht wundern. Oder ist es von Dingens gewesen? Von Tesla? Brief von Tesla an Edison. Lieber Thomas, lassen wir doch die Euphemismen. Wir beide wissen, dass du den berühmten Edison-Phonographen nicht erfunden hast. Er ist das Werk eines gewissen Louis Le Prince, eines Mannes, der sich selbst das Leben nahm, weil du ihm sein Lebenswerk gestohlen hast. Ich bitte dich zum letzten Mal. Komm auf die Insel, sonst erfährt die ganze Welt die Wahrheit. Thomas, ich kann deinen Fehler ungeschehen machen. Hochachtungsvoll, Nicola. Okay, Thomas hat jetzt wohl doch ein Motiv, würde ich sagen. Das sieht aus, als wenn die Tinte in der Luft schweben würde. Hier ist eine Kerze an, Tintenfass. Also er hat das vor kurzem noch geschrieben, oder was? E.T. Thomas Edison. Da wollte jemand kritzeln. Mr. Edison, Sie versprachen Innovationen. Sie versprachen Herausragendes. Doch 10 Monate nach unserer Investition in Sie warten wir immer noch darauf. Wenn Sie Ihren Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommen, dann erwarten Sie nicht, dass wir unseren finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen. Hochachtungsvoll, J.P. Morgan. Gut, das kann ich natürlich nachvollziehen. Absolut. Okay, und hier geht es auch wieder hoch. Hier geht es noch höher. Scheiße, jetzt kriege ich langsam Angst hier, ey. Hat der Typ denn hier alles gebaut? Der Typ ist auf jeden Fall vorbestraft. Also er war schon mal im Gefängnis. Ach ja. Die Stimme aus dem Empfänger sagte, ich solle unter dem Haus suchen. Sie sagte, ich würde einen Geheimgang finden, tief in den felsigen Grund der Insel gehauen. Am Ende des Ganges würde ich eine Tür finden. Und so war es auch. Diese Tür muss 100 Jahre lang versiegelt gewesen sein. Doch als ich sie öffnete, fand ich einen Brief, den er mir geschrieben hatte. Darin stand, wozu der Raum fähig ist. Und ich glaube jedes Wort davon. Oh Gott, jetzt krieg ich gerade Panik, ey. Wer hat denn hier oben gepennt? Oh, ein Tintenklecks. Was sehen Sie hier drauf?
Ich sehe, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich sofort einen Totenkopf. Dann zwei Leute, die irgendwie unter einer Wolke sitzen. Keine Ahnung. Ach, nach da komme ich aber. Nach da komme ich nicht. Okay, unten. Ich bin ja jetzt hier erstmal oben auf dem Dach. So, hier ist Dach. So, hier ist Dingens. So. Kann man das hier nicht abschließen? Das ist ja, na gut, so. Ein bisschen können abschließen. Das ist ja ein geiles Fensterversteck. Okay, gut. Genug rumspioniert. Wenn ich alles über Maschinen lerne, würde uns das verbinden, aber... Nun, dieses Haus steckt voller mechanischer Wunder. Jetzt muss ich Miss Bernard ihren Koffer bringen. Aber bitte, sehen Sie sich ruhig um. Das bringt sie auf andere Gedanken. Bitte lassen Sie mich das tragen. Es ist mir unangenehm, dass Sie uns bedienen. Oh, nein, 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 Sie, guter Junge. Ruhen Sie sich in der Bibliothek aus. Wenn ich zurück bin, mache ich heißen Tee und wir unterhalten uns, ja? Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jeder andere würde jetzt nach Teslas Testament suchen. Er war reich, wissen Sie? Er hat Ihnen sicher viel hinterlassen. Das interessiert mich nicht. Jetzt findet sie ihn. Und genau. Teslas Bibliothek ist da drin? Tut mir leid. Sie sehen nicht, wohin ich zeige. Nun, wenn es nach alten Socken und Staub riecht, sind sie. So, und die beiden gehen jetzt hier weg. Diese Dinge interessieren mich vielleicht doch. So. Spulen wir das mal ein bisschen vor. Er hat den Koffer nicht weggebracht. Er hat den Koffer nicht weggebracht. Wie versprochen. Nein! Was habe ich denn da entdeckt? Scheiße. Okay, ich muss nochmal zurück. Und dann den Jungen nochmal folgen. Ja. Ja. Genau, da will ich nochmal hin. Und das ist also ein Geheim, warte mal, das ist ein Geheimversteck. Kann ich das denn? Nee, ich kann es nicht öffnen. Naja. So, wir folgen ihm jetzt runter und danach geht's gleich in die Küche. Wo geht der denn hin? Okay, er sieht natürlich, dass hier alles zerstört wurde.
und hebt's auf. Oh. Okay, das war das Ende von Kapitel 1 da bei ihm. Jetzt muss ich nur noch gucken, was die anderen in der Küche treiben. Ich muss jetzt aber leider Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.